Und damit willkommen zurück bei Let's Retro Indiana Jones and the Fate of Atlantis. So, wir sind wieder an unserer Universität angekommen. Und da geht's auch schon weiter. Also, warum schleppst du mich hierher? Platos verlorener Dialog muss hier irgendwo sein. Dies ist Casual Hall, unser Lager für allerlei. Wartet hier, während ich nach der Dunlop-Sammlung sehe. Also, es kann sein, dass die Sammlung hier anders heißt. Ich glaube, die hieß anders in der letzten Folge. Was daran liegt, dass ich leider nicht abgespeichert habe und nochmal bis hierhin spielen musste. Also, es fehlte nicht viel. Ich war in der Gruft, aber von da an musste ich halt nochmal bis hierher spielen. Und anscheinend haben die Namen auch geändert für die Sammlungen. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass die nicht Dunlop-Sammlung hieß. Weil den Namen hätte ich mir gemerkt, weil Dunlop wegen den Reifen, naja, wisst ihr schon. Also, machen wir doch erstmal das Platos verlorene Dialog muss hier irgendwo sein. Brauchst du Hilfe? Nein, danke, du wärst mir nur im Weg. Du kannst nicht mitkommen, du hast kein Rückgrat. Ja, bitte, ich fürchte mich sonst. Oh, Sophia. Spar dir den Sarkasmus, Jones. Wir treffen uns in deinem Büro. Oh oh. Okay. Dann gehen wir doch ein bisschen durch die University. Barnett oder hieß sie, glaube ich. Ach, hier sind wir auch reingefallen. Geh zu Bücher über Ausgrabungen. Schau. Die habe ich alle gelesen. Ja, nee, ist klar. Und die auch, ne? Die habe ich alle gelesen. Und die hier? Achso, die kannst du gar nicht. Schau, umgestürztes Bücherregal. Was hast du hier veranstaltet? Es ist eine Schraube. Ich würde sagen, frühes 20. Jahrhundert. Aber ganz frühes. Geh zu Bücher über Werkzeuge. Schau an Bücher über Werkzeuge. Die habe ich alle gelesen. Und die hier auch. Über Pötte. Die habe ich alle gelesen. Geh zu Seil. Benutze Seil. Da kommen wir ja her. Ihr erinnert euch ja bestimmt, das ist ja aus dem Prolog. Da ist er ja überall runtergestürzt und runtergehend. Naja. Geh zur großen Kiste. Jetzt können wir hier nochmal hingehen. Öffne? Können wir die öffnen? Das kann man nicht öffnen. Benutze. Ah ne, das geht nicht. Schau an. Hier war doch was. Nur die Kiste. Auf dem Aufkleber steht: Nicht identifizierte Tonsch-Erben. Hier noch was? Regale? Schau an Regale. Sieht wie Perlenarbeiten aus der Phönix-Sammlung aus. Die Regale hier. Wir brauchen hier die Dunlop. Sammlung. Sieht wie Textilien aus der Schaffnut-Sammlung aus. Totenfall. Markus glaubte, Potlatch-Indianer hätten den geschnitzt. Keine Ahnung, ob das so ausgesprochen wird, aber sieht eher aus wie eine Filmrequisite. Wahrscheinlich ist das auch eine ausgedachte. Aber ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, also. Wir sind doch auch hier runtergefallen.
Achso, da ist ja das Loch. Ich komme nicht heran. Mit der Peitsche vielleicht? Benutze Peitsche mit Loch. Das wird nicht funktionieren. Das kombinieren. Benutze Peitsche mit Lampe. Das klappt so nicht. Mit großer Kiste. Das wird nicht funktionieren. Also so einfach kommen wir da wohl nicht hoch. Achso, jetzt ist sie wieder runter. Ja, ich weiß auch gar nicht, müssen wir da überhaupt ganz hoch? Können wir das Regal nicht wegdrücken? Das kann ich nicht bewegen. Auch nicht ziehen? Ne, das kann er nicht bewegen. Ja, wird auch ziemlich schwer sein, ne? Achso, jetzt geht er wieder zurück. Gehen wir doch mal runter. Ach, okay. Wir können ja versuchen, die Kohlenrutsche hochzugehen, ne? Geh zu dreckiger Lappen. Die ist zu schlüpfrig zum Raufklettern. Okay. Öffnen wir mal den Ofen. Schau. Er ist sehr heiß. Ach was. Oh, ein dreckiger Lappen. Den können wir doch mal mitnehmen. So, jetzt haben wir einen Lappen. Hier oben ist noch irgendwas. Nee, die Schränke sind, ist ja alles auch wichtig. Oh, Entschuldigung, ich bin müde. Mann, Mann, Mann. Dann schauen wir mal aufs schwarze Brett. Was steht da denn so? Hier steht: Edward Teller, nach Hause telefonieren. E.T. nach Hause telefonieren. Oh. Ach, immer diese Running Gags, ich liebe es. Ey. Na gut. Hier können wir auch rausgehen, ne? Oder geht er dann direkt zum Wagen? Wir können auch hier drüben reingehen, oder? Ah, hier. Okay. Hat sie schon gefunden, oder? Nun, steh nicht einfach so rum. Geh und such Platos verlorenen Dialog. Ja, ich brauche Hilfe. Können wir an die Regale hinschauen? Hier ist eine Kartusche vom Brunnen der Seelen. Ja, nimm die doch mit. Kannst du die ja nicht mitnehmen? Nimm Regale? Nein. Aber du kannst da oben hingehen, ne? Genau, geh mal da oben hin. Da muss es ja auch irgendwas geben. Koffer. Öffne Koffer. Schau in den Koffer. Nichts Wertvolles drin. Okay. Irgendwas muss das doch. Können wir den nehmen? Das kann ich nicht nehmen. Ist wahrscheinlich auch zu groß. Ja, das wird. Das ist nix. Das ist nix. Koffer. Gehen wir aber wieder runter. Oh, ich hab schon wieder gegeben. Eisschrank. Öffne mal den Eisschrank. Genau. Puh. Kalt? Das sollte ich mal wieder sauber machen. Oh, da kommt schon Mief raus, oder? Nimm ein Glas. Das war mal Mayonnaise. Aber jetzt sieht das mehr wie Motoröl aus. Okay. Können wir nicht hier hingehen? Die Tür da öffnen?
Hier ist auch nicht mehr viel, ne? Schau zum Regal. Nichts, bis auf ein paar Scherben. Da ist rein gar nichts drin. Den Schreibtisch können wir auch nicht durchsuchen. Okay, viel können wir hier nicht mehr machen. Durch den Lüftungsschlitz hier. Ach, wie kommt man denn noch da oben hin? Also ich meine jetzt in der Bibliothek. Die Sammlung wird ja mit Sicherheit da oben irgendwo sein. Da, wo wir herkommen, also wo wir im Prolog auch waren. Hätte das auch gleich mitnehmen können, Mensch. Ah, kannst du hier lang gehen? Nein. Hier, kannst du hier erfrischen, ne? Ne, da kannst du auch nichts mehr machen. Was ist da? Nix. Dann gehen wir doch mal wieder hier hoch und versuchen unser Glück doch nochmal. Was ist mit dem Stuhl hier? Ja, irgendwas hat das mit dem Stuhl so. Ne, den Stuhl können wir ja nicht nehmen. Benutze. Drücke. Du kannst auch einen Stuhl. Ne, hier war doch ein Stuhl. War hier kein. Habe ich mich verlesen? Das kann ich nicht bewegen. Drücken. Ziehen. Nimm. Bin und nutze Stuhl. Das wird nicht funktionieren. Na gut, gehen wir nochmal hoch. Benutze Seil war das, glaube ich, ne? Also für irgendwas war der Stuhl auch noch gut, aber glaube ich zumindest. Das ist schon so lange her. Oh. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich das überhaupt jemals durchgespielt habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir... Können wir die ziehen, die Kiste? Es geht nicht weiter. Ja, aber von hier aus. Drücken. Ja, noch ein Stück. Ach so. Ah ja, das ist natürlich... Wahrscheinlich müssen wir das beim nächsten Mal ziehen. Aber, oder zieht er das dann in die andere Richtung? Wenn du die so bewegen kannst, dann... gehe, benutze. Das klappt so nicht. Was ist das hier eigentlich? Aber du kannst den noch ziehen, oder? Der Fußboden ist nicht glatt genug. Kannst du noch irgendwas für bewegen? Geh zu verstaubter alte Truhe. Moment. Kann man die öffnen? Sie ist verschlossen. Schau. Ich glaube, es ist Teil der alten Dunlop-Sammlung. Oh, jetzt brauchen wir nur einen Schlüssel, ne? Verdammt. Mit Sicherheit befindet sich das da drin. Eine Pfeilspitze, die habe ich ja gar nicht gesehen. Nimm eine Pfeilspitze. Ja, das macht nichts. Können wir vielleicht die Pfeilspitze damit die Kiste aufmachen? Das hat nichts gebracht. Okay. Die können wir auch nicht damit benutzen, ne? Totempfahl. Ist hier noch irgendwo was? Schau nochmal genau hin. Sieht wie Textilien aus der Schoffnut-Sammlung aus. Wir brauchen irgendwie den Schlüssel. Der ist nicht bei uns zufällig drüben. Ne? Wir haben nur nicht richtig geguckt.
ich gehe nochmal zurück, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist das ein Seil? Können wir... Warte mal, lass uns noch das Seil nehmen. Das kann ich nicht nehmen. Geh zu gehendes Loch. Also irgendwo muss der Schlüssel sein. Was ist das hier? Ach, kann ich jetzt nicht drauf zeigen. Also, da steht irgendwie ein Cluster, da ist was drin, aber das werden ja keine Schlüssel sein. Nein. Das umgestürzte Bücherregal. Ja, wo verstaubt man intelligenterweise Schlüssel? Können wir die vielleicht irgendwie drücken oder so? Kann man nicht bewegen. Ich möchte noch mal eben was ausprobieren. Geh noch mal da hoch. Ja, man muss schon sagen, die Rätsel sind doch teilweise ganz schön knifflig. Gerade bei den alten Indiana Jones Spielen. Wovon es ja nicht wirklich neue gibt, auch leider. Was ich natürlich sehr schade finde. Die Truhe kann ich auch nicht bewegen. Aber hier ist nicht zufällig der Schlüssel auch irgendwie? Ne, das wäre auch zu einfach. Das wäre zu einfach. Aber was ist eigentlich mit der Kiste? Können wir die öffnen? Hier liegt doch auch irgendwas. Pass mal auf, wir gehen nochmal runter. So ein Schlüssel, das können ja auch nur so ein paar Pixel sein. Also das übersieht man vielleicht auch gerne mal. Und ich hätte nun gedacht, wir können die Pfeilspitze... Wie so ein... Naja, Dietrich ist ja nun eine ganz andere Form, aber... Ich gehe nochmal hier runter, bevor ich hier ganz rausgehe. Aber hier war eigentlich auch nichts mehr. Schrank. Nee. Moment. Eins möchte ich noch ausprobieren. Die können wir nicht da reinschmeißen oder so. Das ist aus der Schaffnungssammlung. Sehr scharf. Benutze Pfeilspitze mit Ofen. Das hat nichts gebracht. Ach, du hast es doch gar nicht ausprobiert. Ich glaube nicht, dass du die wieder in die Hand genommen hättest, so eine glühende Pfeilspitze. Obwohl die ja wahrscheinlich aus Stein ist, wie es aussieht. Ne? Aber, ja, kann auch Metall sein. Das kann man bei diesen Pixeln ja immer so schlecht erkennen. Ja, gehen wir wieder rüber. Vielleicht liegt unser Schlüssel ja da irgendwo. Nun steh nicht einfach so rum. Tu was! Geh und such Platos verlorenen Prolog. Dialog, nicht Prolog, Dialog. Ja, will ich doch. Will ich doch. Fenster? Wo versteckt man Schlüssel? Wo versteckt man Schlüssel? Hier ist nichts. Okay. Also, ich würde auch sagen, wir suchen die Schlüssel einfach mal in der nächsten Folge. Und ich verabschiede mich dann von euch. Also, bis zur nächsten Folge bzw. Aufnahme und noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen!